Berlin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Thorsten Fisch mit einer neuen Folge ETS 2 auf der Primords und wir sind noch mit der Challenge unterwegs. Und wir starten genau da, wo wir an der letzten Folge aufgehört haben. Wir sind unterwegs nach Mannheim und ich denke, diese 330 Kilometer, die werden wir jetzt hier mal komplett durchbügeln bis dahin. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch nichts unternommen, was hier so dieses Stocken des Spiels angeht. Damit muss ich erstmal noch einmal gucken. Aber ich will diese Folge hier jetzt erstmal zu Ende fahren. Um da nicht diesen Auftrag zu verlieren, wo wir dann quasi zur Hälfte schon fertig haben. Ne? Machen wir nicht. Dann werde ich mich in der Zwischenzeit dann auch mal drum kümmern, wo ist Emden? Was muss man eventuell noch machen, damit aus Bremerhaven Emden wird? Denn wirklich hinkommst du dort nicht. Und wo kommen diese roten Kreuze her? Die könnten unter Umständen aus dem Mod stammen. Dass sie da sagen, ja, wir haben zwei Emden gebaut, aber hinkommst du. Das ist doch völlig unsichtbar und diese und jene Straßen müssten angebunden werden, sind sie aber noch nicht. Das ist alles ein bisschen merkwürdig da in der Ecke. Das hängt hier mit der Challenge zusammen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben heute Morgen wieder Regen, Flugverkehr hier. Und es ist wieder, ja, es wird heute auch wieder richtig schön hot in Berlin. So. Na und? Da hinten ist er. Pass auf, der blitzt uns gleich nochmal. Und ich hier ganz schnell verduften, sind wir gleich nämlich nochmal fällig. Die blitzen ja durch 20 Autos durch, ne? Das ist ja sehr interessant, dass hier die Polizei hier im ETS 2 Deutschland so drauf hat. Die können da. Können auch deinen Weg kreuzen und dann sagen die, der war aber zu schnell. Dann haben sie dich geblitzt. Doch von der Gegenfahrbahn, die kommen dir entgegen. Oh, der ist aber zu viel zu schnell dadurch. Die müssen wir jetzt aber mal. So, ne? Das ist die Kohle weg aus der Tasche. So sieht's aus. Das ist das Phänomen. Die sollten der Polizei im realen Leben mal zeigen, wie das geht. Ist das Ruckeln vorbei? Sollte es nicht ansprechen, oder? Sieht erstmal gut aus. Ist der schon wieder da? Oh. Eine große Portion Pommes und jetzt sind wir abgestürzt. So, sind wir wieder nach unserem Crash, den mitten auf der Autobahn 280 Kilometer vor uns und ja, die ziehen wir jetzt durch, ne? Keine Ahnung, was hier passiert ist. Wie dem auch sei, ja, und hier haben wir jetzt wieder dieses Ziehen, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Dieses Hängen. Wohlgemerkt, das macht er nicht nur bei der Promods, das macht er auch im nackten Spiel, das heißt im Originalspiel, ohne jeden Mod dabei, da zieht er das auch so merkwürdig. Na gut, gut, wir werden das irgendwie raus. Ich werde es nachher mal neu installieren und dann schauen wir uns das mal an. Ja, wir sind unterwegs noch im Rahmen der Challenge natürlich nach Mannheim, so wollte ich sagen. Es ist ja manchmal verwirrend, ne?
Ich glaube, daran merkt man, dass man älter wird. Sag mal, du hast mir doch gerade eben Kohle aus der Tasche gezogen. Bist jetzt einmal im Kreis gefahren, oder was? Wäre freundlich, wenn du abbiegst. Pass auf, er stellt sich da nachher irgendwo im Busch. Und da wartet er dann noch kurz. Denn unsere Fracht noch heile, ja, die ist heile, alles gut. So. Was haltet ihr eigentlich von so Sachen wie Haltbarkeitsdatum? Legt ihr da Wert drauf oder ist euch das scheißegal? Also mir persönlich ist es egal. Ich gucke drauf, wenn ich Gäste habe. Ja, die kriegen natürlich frische Sachen. Ansonsten können bei mir auch mal Eier 2 Monate im Kühlschrank liegen und ich lege die erst immer noch. Ist gar kein Ding. Ich habe gestern alte Kleider aussortiert. Da habe ich in einem Sakko tatsächlich eine Tüte gefunden, so, ich sag jetzt mal mit so einer Art Gummibärchen vom Obi-Baumarkt waren die, oder sind die. Machen noch einen guten Gesamteindruck, die Tüte ist noch verschlossen. Und unten an der Kante ist 0808 eingeprägt. Ich behaupte einfach mal, das könnte wohl dieses Mindesthaltbarkeitsdatum sein. Demnach wären diese Tüte auf jeden Fall locker, ich weiß nicht, wie lange so Gummibärchen überhaupt haltbar sind vom Produktionstag an. Aber diese Tüte ist dann demnach locker 10 Jahre alt. Ne? Leute, lasst mich kurz mit WhatsApp in Ruhe, während ich hier meinen LKW fahre. Kann ja wohl nicht angehen. Ich muss doch jetzt hier die Fracht ans Ziel bringen. Ich habe noch keine Zeit hier zu WhatsAppen. Jetzt läuft das ja alles wieder ganz geschmeidig, ne? So, noch 168 Kilometer, nicht mehr die Welt. Dann haben wir 4 von 12 fertig. Da müssen aber noch einige kommen jetzt, ne? Das ist uns schon klar. Vielleicht kaufe ich mir auch mal wieder einen neuen LKW, mal sehen. So modtechnisch habe ich im Moment so ein bisschen das Problem, wenn ich da einen Mod reinpacke, zum Beispiel den Tesla. Entweder läuft der auf der Pro-Mods nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall sehe ich. Ich sehe ihn im Shop so halb, aber sobald ich da dran will, schmiert das ganze Ding ab. Ich glaube, ich installiere das mal neu. Es war ja immer noch das Problem, dass bei mir Beta drin stand, obwohl es schon die finale Version gewesen ist. Hier merkt man dieses Schieben jetzt auch wieder ganz deutlich. Aber wenigstens kann man da vernünftig lenken. Das ist so viel wert. Ja, und von daher ist jetzt das neue Lenker natürlich ein bisschen wieder nach hinten gerückt, solange wie dieses funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob ich es dieses Jahr noch am Start kriege. Ich bemühe mich, möchte es gerne haben. Im Moment sind die Preise für dieses Lenkrad ja auch wieder mal steigen. Ne? Die waren ja jetzt bei so ungefähr bei 230 Euro. Jetzt sind sie ja, wenn man jetzt die Firmen anguckt, jetzt liegen die Dinger ja schon wieder bei 270. Sowieso die Frage, Logitech oder Trustmaster? Aber Trustmaster ist noch ein bisschen teurer, soll aber ein unheimlich geiles Force-Feedback haben. Diese Edelfirma da, die kann man sich sowieso nicht leisten, weil man hat.
So ein herrliches Fahren, wenn das funktioniert, ey. Das ist. Schön. Ist herrlich, ne? Montags morgens 13.24 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen mit dem LKW auf der Piste. Es ist nicht so voll hier. Siehst du, dabei fällt mir ein Verkehrswort, fehlt mir auch noch. Ja, und genau, dann gucke ich noch, was mit Emden, was es mit Emden auf sich hat. Da wird sie auch irgendwo Informationen geben. Google ist mein bester Freund. Google kann man fragen. Und was Google nicht findet, weiß auch keiner so ungefähr. Ja, beim SCS-Forum gibt es da irgendwie einen Street zu. Und. Frankfurt am Main, da könnten wir eigentlich von Mannheim dann mal hinfahren und gucken, wie sich dieses rebuildete Frankfurt. Hey Leute, langsam werdet ihr aber lästig. Das ist das vierte Mal in dieser Folge. Mein Gott, 10 km/h zu schnell, das kann es ja wohl nicht sein. Vor allem diese Summe, 1.100 Euro gleich für 10 km/h, ja, das ist für ein bisschen übertrieben. Gut, ich meine, da zahle ich hier bei, was habe ich denn? 886 Millionen. Zahle ich aus der Portokasse, aber trotzdem ist es unverschämt. So, den Parkplatz ignorieren wir. So, nicht mal die Radarkontrolle hat uns geblitzt. Vorne müssen wir raus. Ich habe aber wenig Hoffnung, dass wir bis dahin an dem noch vorbeikommen. Hier könnte es jetzt tatsächlich klappen, oder? Vielleicht. Aber glatt, siehst du, Mannheim. Erster Aufenthalt in Mannheim. Wir waren noch nie in Mannheim. Unglaublich, er fährt jetzt natürlich durch. Bingo, das war so jetzt nicht geplant. Der Willi ist dann demnach auch wieder an uns vorbei. Willi, lass mich mal rechts rüber, Mensch. Obwohl, da vorne müssen wir links, oder? Naja, komm, auf dieser Spur gut bleiben. Das sollte funktionieren.
schöne grüne Welle. Und schon wieder Absturz. Nee, doch nicht. Hätte es jetzt vermutet, weil es schon wieder gestockt hat. Alter, fahr doch mal, Mensch. Ganz kurz ein bisschen Gas geben, dass wir an dem vorbeikommen. Wo sind der jetzt hin? Ja. Scharf abgebogen, wa? Liebe Schenker, ja, dann sind wir ja jetzt am Ziel. Wo müssen wir hin mit dem Ding? Da müssen wir rein. Fahre ich da selber rein, Freunde. Ne, natürlich wieder mit dem Reifen draußen, ne? Shit. Ne, passt doch. Siehst du. So, damit haben wir ja ausgezeichnet von Bremen nach Mannheim. Richtig, und das müssten wir eigentlich 4 von 12 haben. Außergewöhnlicher Champion, ja, ich weiß. Genau, 4 von 12. Gucken, Aufträge suchen. Haben wir den nächsten Auftrag mal irgendwie? Wird synchronisiert, wir sind in Mannheim. Er zeigt uns jetzt auch interessanterweise nur diese Aufträge an, die von Mannheim kommen. Und wir müssten uns jetzt wieder eine Krone raussuchen. Nach Metz, der geht auch nach Metz. Haben wir denn mal einen nach Frankfurt vielleicht, Hannover? Dijon. Nach Kiel. Wien. Gerade zu weit hier. Ach so, genau. Diese Aufträge müssen übrigens mindestens 200 Kilometer haben. Nach Uppsala, damit das Ganze was wird. Italien, natürlich auch. Da sind wir Ewigkeiten unterwegs. Das kann ich dann oft mal fahren. Da müssen wir dann nicht 20.000 Folgen von machen. Nach Liger. Fahrzeit 408 Kilometer. Das könnten wir fast schon in einer Folge machen. Nach Metz. 239, das reicht auch. Den holen wir uns. Da fahren wir noch eben hin. Und dann sind wir für diese Folge am Ende und fahren diese 238 Kilometer dann tatsächlich in der nächsten. Oh, er steht sogar schon hier auf dem Hof. Das ist absolut perfekt. Ne? Aber ich mache vorher noch was anderes.
Das mache ich dann offline. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.